Die Nachtschicht beginnt. Schutzweste ist Pflicht, auch für Jörg Bombach, der heute mit dabei ist. Polizeikommissar Hans R. und Ibrahim, genannt Ibo H., Polizeioberkommissar, gehören zur 16-köpfigen Dienstgruppe, die im 8. Revier heute die Nachtschicht übernimmt. 12 Stunden, von 19 bis 7 Uhr. Ihr Revier, der Süden Frankfurts. Altsachsenhausen und die Uniklinik gehören dazu. Heute fährt Ibo, haben sie beschlossen, morgen dann Hans. Gibt es da feste Strecken? Naja, nö, wir sind ja total frei in dem, ja, in dem Bereich. Wir können rumfahren, wo wir Lust haben. Ja. Ja. Ist völlig egal, ja. Und das macht halt den Beruf aus, ne? Dieses freie Jagen, dass man halt schauen kann, okay, hier hat man jetzt ein Fahrzeug mit verdächtigen Personen, die Personen halten wir mal an, kontrollieren sie. Es ist Wochenende. Das kann später noch ungemütlich werden, wissen Sie. Erst kürzlich wurde wieder ein Kollege verletzt. Die beiden sind Freunde, fahren gern zusammen. Sie vertrauen auf ihren Instinkt, sind gut eingespielt. Habe ich gesehen. Ja, den konnte ich auch. Hier passiert jetzt gerade was? Was passiert hier jetzt gerade? Wir haben eine verdächtige Person, die ein bisschen, sag ich mal, durch die bessere Wohngegend umherirrt. Jetzt bleibt er stehen, warum auch immer. Da dein zweites Handy, das passt. Hallo, wir machen eine Personenkontrolle. Lassen Sie einfach die Arme kurz locker hängen. Ne? Nee, hängen lassen bitte. Kommen gerade von der Arbeit oder wollen jetzt zur Arbeit? Ich wollte zurückgehen und ein Fahrrad holen. Das habe ich dort vergessen. Auf Arbeit Fahrrad vergessen? Genau. Das sind Sie? Ja. Okay. Noch wirkt es harmlos. Ist sonst irgendwas dabei, was spitz ist? Oder irgendwelche Waffen, Messer, Pfefferspray? Nee, was soll ich denn so? Hat Sie schon mal was mit der Polizei zu tun? Ja, damals, als ich 17, 18 war. Einfach locker hängen lassen, ne? Einer sichert die Kontrolle, der andere überprüft die Personalien. Dann klicken die Handschellen. So, wie ist jetzt hier richtiger Name? Falsche Personenangaben. Und wann hatten Sie jetzt wirklich das letzte Mal was mit der Polizei zu tun? Das war sehr lange her, wie ich Ihnen gerade gesagt habe. Okay. Hast du seine anderen Sachen noch? Ja, schon mal ins Auto setzen. Ja. Gut, kommen Sie mal mit ans Auto. Also in letzter Zeit ist oft in diesen Häusern hier eingebrochen worden. Ja. Das ist ein Phänomen, wenn man Einzelhäuser hat oder Mehrfamilienhäuser hat, dann sind die meistens Objekt dafür, dass Einbrecher genau dort einbrechen gehen. Er passt nicht so ganz ins Wohngebiet rein, sieht uns, bleibt stehen, hat wahrscheinlich sogar vorgehabt, wieder zu drehen. Ja. Diese ganzen Indikatoren haben eben dazu geführt, dass wir gesagt haben, den kontrollieren wir jetzt. Ja. Das haben Sie aus dem Seitenwinkel, aus dem Fenster raus, eben auf die Schnelle mal alles auf einen Blick gesehen? Das haben wir gesehen, ja. Man kann sich auch irren, klar. Wenn man dann gleich merkt, ja, in der Kontrolle, okay, jetzt, ja, hätten wir uns vertan, dann kann derjenige auch gleich weitergehen. Und was ist jetzt das Problem mit diesem Mann? Hat er das Problem war folgendes gerade. Erst die Geschichte, dass er sein Fahrrad auf der Arbeit vergessen hätte. Er war schon fast zu Hause, wo er wohnt. Ist dann noch mal auf dem Heimweg sozusagen angeblich umgedreht, zurück zur Arbeit zu laufen, um sein Fahrrad zu holen. Also ich weiß eigentlich, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und zurückfahre. Und das zweite Problem war, er hatte einen Dienstausweis von einem Kollegen in der Tasche und hat gesagt, er wäre das. Und okay, auf die Nachfrage nach dem Geburtsdatum durch den Kollegen hat er dann zugegeben, dass er das gar nicht ist. Zurück zum 8. Revier. Nur dort können sie seinen Namen ermitteln. Johanniter Rettungswache, Frankfurt-Bockenheim. Auch hier arbeiten sie in Wochenend-Doppelnachtschicht. Heiko Köttendrop fährt. Wie Benjamin Nentwig ist der Rettungsassistent von 18 bis 6 Uhr im Einsatz. Wenn er zurückblickt auf seine Anfänge im Rettungsdienst, kommt er ins Schmunzeln. Abenteuer war schon mit drin. Ja, natürlich. Natürlich war Abenteuer mit drin. Mit Blaulicht durch Frankfurt fahren und so, das ist schon, hat schon alles seinen gewissen Reiz. Wenn man jung ist, dann steht man auch auf solche Spielsachen. Aber inzwischen bist du ein bisschen älter, du bist 35, hast es aber nie bereut, nein? Nein, nein. Es ist immer noch ein toller Beruf, der viel Spaß macht, der anstrengend ist, aber trotzdem viel Spaß macht. Hauptbahnhof Frankfurt. In einem Reisebus nach Polen geht es einer Frau schlecht. Also die, mit der ich gesprochen habe, die hat gut Deutsch gesprochen. Also okay, hat sich ganz klar geäußert, die hätte ständig Blut erbrochen irgendwie. Und jetzt wäre sie bewusstlos geworden und ist jetzt wohl immer noch bewusstlos. Mhm. Der Bus kommt aus Freiburg. Die Patientin steht von alleine auf. Wir gehen ins Auto erst. Und was ist? Ja, das, was ich erst angekündigt hatte, hat sich jetzt nicht bestätigt. Bewusstlos ist sie nicht mehr. Aber ihr ist schwindelig. Ja, da mal zu meinem Kollegen. Was macht ihr jetzt, Benjamin? Wir gehen mit ihr erstmal in den Rettungswagen, damit es ein bisschen ruhiger ist.
Da ist ein bisschen ruhiger Atmosphäre, das sind nicht so viele Leute, haben wir mehr Platz. Deswegen nehmen wir sie erstmal mit hier rein. Und dann untersuchen wir sie richtig. Was? Ja. Hat sie einmal erbrochen? Einmal oder zweimal, dreimal? Viel ganz vielmal. Viel okay, alles klar. Ja, und viel. Ja. Und ganze Sitze natürlich so. Ist tot. Okay, und Namen. Ja. Und dann. Für Sie? Wir fahren jetzt ja. Wahrscheinlich ins nächste Krankenhaus. Krankenhaus. Krankenhaus ja. Besser ist bleiben, Frau. Echt? Ich hab's gut. Und dann sein gut. Ja. Okay? No. Ja. Dann packen wir das da rein. Die Frau braucht natürlich ihr Gepäck. Hier, da und da. Ja. Während Benjamin die Patientin untersucht, klärt Heiko, in welches Krankenhaus sie fahren können. Es wird in die Uniklinik gehen, weil die Dame Blut erbrochen hat, was so ein Ausdruck für eine GI-Blutung ist. Das heißt, so eine Blutung in den oberen Gastro im Magen oder in der Speiseröhre eine Blutungsfrelle ist, die wir ausschließen müssen jetzt. Gut, dann machen wir los. Die Dame bleiben, ja? Wir fahren Krankenhaus, Spital jetzt. Während der Fahrt zur zentralen Notaufnahme der Uniklinik versuchen sie, mehr über die Frau herauszubekommen. Sie war auf der Rückfahrt nach Hause. Sie war wohl schon vor ihrer Reise krank, vermuten die Rettungsassistenten, denn sie haben bei ihr Arztbriefe gefunden. Vitalparameter alle stabil? Genau. Die sind bei 190er Blutdruck, okay. 90er, 95er Frequenz. Okay. Es sind wohl auch irgendwelche Arztbriefe aus Polen dabei, dass sie irgendwas mal hatte. Aber ich kann das nicht lesen. Okay. Haben Sie denn einen Dolmetscher da, wenn ich fragen darf, Herr Doktor? Ja, organisieren wir. Aber doch. Ich hole die Sachen jetzt nochmal. Die Schuhe mal ausziehen, oder? Ja. Sie muss jetzt auf den Übersetzer warten und die Johanniter auf ihren nächsten Einsatz. Wenige Räume weiter wartet auf Dr. Alexander Klarner ein ungewöhnlicher Fall. Elias Bitar kommt vom Straßenfest. In seinem Fuß steckt ein Sektglas. Ich wollte gerade meinen Cousin und mein Kollege was zum Trinken holen, und Wasser. Weil ich habe ja keinen Alkohol getrunken. Und ich weiß, ich bin irgendwie reingetreten und ich habe es jetzt gar nicht gespürt. Es war ja ganz leicht und bin ich irgendwie so richtig reingetreten und dann ist es halt passiert. Das Glas muss raus. Ist gut. Zieh mir den Schuh mal aus. Schon wieder ruft die Leitstelle an. Sie will neue Patienten schicken. Die Notaufnahme der Uniklinik ist sehr gefragt. Der Chirurg muss vieles gleichzeitig tun. Tut das weh? Wenn ich den bewege? Ja. Wir machen mal ein Röntgenbild, ne, um zu gucken, ob da noch was drin ist. Vielleicht stecken noch Glassplitter im Fuß. Für den verdächtigen Fußgänger wird es jetzt eng. Auf dem Revier findet Ibo H. bei ihm einen weiteren gefälschten Ausweis. Ein Jobticket. Haben wir jetzt quasi eine Straftat? Eventuell, ja. Eventuell. Würde ich das mal erschleichen von Leistung? Eventuell wäre das so, ja. Urkundenfälschung und Erschleichung von Leistung. Junge. Wenig später gesteht der junge Mann, gibt alles zu. Die beiden hatten einen richtig guten Riecher. Der nächste Einsatz, kurz nach 8, ein Einbruchsversuch. Gestohlen wurde angeblich nichts. Ich komme nach Hause, am Donnerstag und denke, war Markt. Komisch, wurde der Schlüssel nicht rein. Bin ich jetzt, ich trinke gar keinen Alkohol. Ich denke, jetzt ist mir zwar zu schlecht, weil ich bin nicht so ganz gesund mit der Atmung. Und ich, wieso geht denn das nicht hier? Das kann doch irgendwie. Und der Schlüssel, jetzt geht er rein. So. Ja. Und ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis er reinging. Ja. Und da habe ich gedacht, naja, komisch, das war jetzt halt heute, war ich gestern nicht draußen. Heute komme ich wieder, kam fast wieder nicht rein. Und jetzt habe ich geguckt, wie kommen das? Sehen Sie mal, da ist hier außenrum, hat jemand versucht, das Schloss rauszuziehen. Okay. Da, sehen Sie hier. Der ist auch ganz verkratzt, gucken Sie mal. Der kommt nicht mehr rein. So, ein Bild. Wir fotografieren jetzt hier ein Schloss. Tschüss. Tschüss. Machen Sie gut. Ja. Und schön zuschließen, ne? Ja, mach ich. Noch Sacken soll sein. Schönen Abend noch. Tschüss. Ist eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass das ein Wohnungseinbruch war. Gibt es
Nichtsdestotrotz ist es wichtig, auch sich anzuhören, was diese Menschen erzählen, die sag ich mal, ein gewisses Mitteilungsbedürfnis haben, die gerne mal mit der Polizei reden wollen. Und die Dame gehört nun mal zu dieser Personengruppe, die wir auch irgendwo betreuen, hier in Sachsenhausen. Und denen muss man einfach auch das Gefühl geben, dass wir für sie da sind. Das ist kein schwarzes Blut, das Bändchen. Bin ich König oder welchen Prinz? Nein, ich glaube weder noch. Der Patient mit dem Sektglas ist zurück vom Röntgen. Sieht das aus wie schwarz? Wir machen das jetzt ein bisschen sauber und dann machen wir da einen Jodverband. Ne? Also das hier steckte im Schuh, ne? Das hat sich durch die Sohle durchgebohrt. Also so kam der Patient, ne? Genau. 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 Das Glas haben wir jetzt rausgezogen. Und jetzt haben wir ein Röntgenbild gemacht und da hat sich gezeigt, dass da kein Glas mehr drin ist. Ist da kein Glas mehr drin? Nee, ist alles gut. Okay. Aber jetzt müssen wir uns mal Folgendes angucken. Das Glas, das steckte ja hier im Fuß. Ja. Ich steck's nicht rein. Das steckte im Fuß. Und unten im Bereich des Fußes laufen die Sehnen entlang. Ja. Ja? Und jetzt kann es theoretisch sein, dass das Glas die Sehnen durchgeschnitten hat. Genau. Und wenn das passiert ist, muss man das in Narkose wieder zusammennähen. Das ist eine Operation und das müssen wir jetzt untersuchen. Das ist wichtig, dass Sie das mitmachen. Jetzt müssten Sie mal mit den Zehen wackeln vorne. Tut das weh? Geht so, ne? Okay, genau. Also, alles gut. Okay, jetzt den großen Zeh mal beugen. Machen Sie mal so, wie so Krallen. Ja, feste, genau. Sehr gut. Ja, genau. So, jetzt den zweiten Zeh beugen. Tut das weh? Ja. Sehr gut. Und jetzt den fünften Zeh beugen. Ach, fünf Stück? Hier, den kleinen Zeh beugen. Den kann ich nicht. Wieso? Weiß ich nicht. Nee, aber dann beugen Sie mal alle zusammen, ja. Ja, sehr gut. Fest. Oh, wunderbar. Okay, ist alles gut. Nichts gerissen? Nein. Jawohl! Der Cousin des Patienten macht sich trotzdem noch Sorgen. Ist das Fleisch hier aufgegangen oder ist es eine Glasscherbe? Weil wo denn? Hier oben, hier. Nee, das ist das geronnene Blut an der Seite. Jetzt machen wir das Fußbad, dann löst sich das alles und dann sehen Sie, dass das alles schön sauber wird danach. Da ist kein Glas mehr drin. Wir haben es ja geröntgt. Okay. Die Jodlösung soll eine Entzündung verhindern. Ja, ja, wisst ihr nicht. Mach keinen Scheiß, ja. Der 19-Jährige ist froh, dass keine Sehnen durchtrennt sind und er bald nach Hause darf. Wird nichts operiert, gar nichts. Gott sei Dank. Alles gut. Und eine Woche krankgeschrieben. Vier Behandlungsräume und drei Ärzte gibt es hier allein für sogenannte chirurgische Patienten. Alexander Klarner ist schon wieder auf dem Weg zum nächsten Patienten. Zusätzlich zu seiner normalen Arbeitszeit hat er 8 Nachtdienste im Monat. Ja. Obwohl er häufig überarbeitet ist, mag er seine Arbeit. Für mich ist es ein sehr dankbarer Beruf. Man hat jeden Tag das Gefühl, man hat was Sinnvolles getan. Man tut ja auch was Sinnvolles. Und im optimalen Falle rettet man Leben. Und das ist ja mit das Sinnvollste, was wir tun können. Und man kommt abends nach Hause und ist trotz des ganzen Stresses und den Anstrengungen zufrieden und dankbar. In der Notfallambulanz arbeitet in dieser Nacht auch der Oberarzt Sharam Ganaati. Im Nebenzimmer wartet auf ihn ebenfalls ein junger Patient. Also der Paul ist ein Golfspieler, so wie es aussieht, ein Professioneller, der hat ein paar Medaillen gewonnen. Und der ist hergekommen, weil er beim Golfen, der ist wirklich ein aktiver Golfer, so wie das aussieht, mit seinen 14 Jahren, hat quasi einen Ball ins Gesicht bekommen. Aber du weißt genau, wer du jetzt bist. Und Jürgen Klinsmann ist immer noch der Trainer von Deutschland. Nee, von USA. Sehr gut. Das waren jetzt die Fragen, um herauszufinden, ob er beim Bewusstsein ist. Und dass wir jetzt gerade in Aschaffenburg sind, weißt du auch, oder? Nee, wo wir sind in Frankfurt. Auch das. Also der ist örtlich und zeitlich orientiert offenbar. Und das ist ein sehr guter Weg, um das herauszufinden. Der Verdacht, Nasenbeinbruch. Also faktisch gesehen, wir sind dabei, uns zu vergewissern, wie die Nase eigentlich davor aussah. Und die sieht ja heute jetzt im Vergleich zu dem, was auf dem Bild ist, geschwollen aus. Und der Grund, warum wir jetzt... Paul hofft, dass er nicht operiert werden muss. Er ist immer noch sehr erschrocken über den plötzlichen Schlag auf die Nase. Wir waren beim Chipping Green, wenn man trainiert. Und dann kam von der anderen Seite ein Ball auf mich zugeflogen. Und ich konnte es irgendwie nicht sehen. Dann, ja. Und wie hast du dich dann gefühlt? Ja, es war mir ein bisschen schwindelig und ja, dann nach einiger Zeit ging es weg. Dann kam es aber wieder auch, wurde stärker.
Jetzt muss er erst einmal zur Computertomographie. Die Johanniter sind noch auf der Rückfahrt, da bekommen sie einen neuen Auftrag. Viel wissen Benjamin Nentwig und Heiko Köttendrop aber noch nicht. Es geht nach Sachsenhausen, da ist ein Patient, der wahrscheinlich mit Pfefferspray angegriffen wurde. Die Polizei kommt mit dazu und da schauen wir mal, ob die unsere Hilfe brauchen. Die Fahrt ist ungemütlich. Bei Blaulichteinsätzen sind die Retter oft selbst unfallgefährdet. Was macht ihr jetzt als erstes? Erstmal gucken wir, wo der Patient ist, wer weiter verletzt ist. Und dann schauen wir mal, stimmen wir mit der Polizei ab, ob für uns noch Probleme auftreten oder nicht. Genau. Blaulicht zieht Schaulustige an. In solchen Situationen müssen sich Helfer rasch zurechtfinden. Wer ist Täter, wer ist Opfer und wer braucht eigentlich Hilfe? Mit gehen wir ins Auto, damit wir aus dem Trubel raus sind, okay? Ja, vorhin ist nichts. Ich hab sie an der Hand, wenn was ist. Pfefferspray macht vorübergehend blind. So, jetzt bleib mal kurz hier stehen. Sie haben sich gestritten, ich wollte rausgehen, ich wollte schlichten. Okay. Und da hat so ein etwas dickerer Herr, ungefähr 1,70, leicht komponent, mir direkt. Pfefferspray direkt ins Gesicht. Aber direkt in die Augen. Okay. Ja, ich wollte einfach nur schlichten. Okay. Mehr wollte ich gar nicht. Okay. Und dann. Ah. Am besten, wenn du reibst, von innen nach außen reiben. Ich kann dir auch ein Tuch geben, da kannst du noch ein bisschen ausspülen. Gib mir meine Kompresse bitte, eine unsterile. So, nicht erschrecken, ich wisch bloß einmal hier raus. So, die andere Seite auch nochmal. Damit das Ganze aus der Nase rauskommt. Weitere Hilfsmittel habt ihr jetzt nicht, ihm spontan zu helfen? Nein. Nö. Das wird vor allem jetzt in ein Krankenhaus mit einer Augenklinik. Der bekommt eine Augenspülung wahrscheinlich. Da werden die Augen nochmal untersucht. Und dann wird er wahrscheinlich heute auch wieder nach Hause kommen. Nach Rücksprache mit der Leitstelle fährt Heiko Köttendrop den Mann in die Augenklinik im Universitätsklinikum. Welches Krankenhaus ausgewählt wird, hängt immer vom jeweiligen Fall und der Spezialisierung der Klinik ab. So, geh. Warum machst du das jetzt, Heiko? Weil ein Patient drauf gesessen hat und der hatte Pfeffer an den Händen, Pfeffer an den Klamotten und da wollen wir ja nicht reingreifen und das uns selbst ins Gesicht schmieren. Außerdem muss man eigentlich bei jedem Patienten, den man im Auto hat, ob es die Trage, irgendwie Stuhl ist, überall mal drüber wischen, weil das ist hygienisch deutlich besser. Endlich zurück auf der Rettungswache der Frankfurter Johanniter in Bockenheim. Bis zum nächsten Alarm. Die Polizei ist inzwischen am Main unterwegs. Nee, das darf man auf gar keinen Fall. Am Hohlbeinsteg liegt ein junger Mann am Fahrbahnrand mit den Beinen auf der Straße. Dann stehen Sie mal auf. Das liegt direkt. Es sind zwei junge Männer und sie sind erkennbar alkoholisiert. Die Polizisten raten nachdrücklich, das Feiern für heute einzustellen und nach Hause zu gehen. Ob sie das machen, ist allerdings unklar. Also, ich bin auf dem Weg raus. Nein, alles gut. Erst in den nächsten Tagen, ne? Alles gut. Viertelstunde. Ein Notruf aus der Uniklinik. In der Notaufnahme randaliert ein Drogensüchtiger. Gleich mehrere Streifenwagen sind auf dem Weg. Aus der Notaufnahme? Ja. Klär das bitte nochmal ab. Ja, ist. Bei Patienten unter Drogeneinfluss brauchen sie dort oft mehr als zwei Polizisten. Ja, direkt über das Ufer rein. Endlich. Die Einfahrt zur Notfallambulanz der Uniklinik. Komm, nimm mal die Hände kurz auf den Rücken. Nimm die Hände mal auf den Rücken. Warum? Weil mir das jetzt sagen. Hallo. Langsam, hallo. Ganz locker bleiben, jo. Passiert nichts. Komm. Ich hab noch gar nichts gemacht. Ja, das klemmen wir jetzt erstmal.
Fakt ist, sie... Das klang aber eben anders, ne? Von der Uni haben angerufen und jetzt wollen wir erst mal wissen, was hier los war. Okay? Ich habe eben nur gesagt... Hast du irgendwelche ansteckenden Krankheiten? Neurodermitis. Und was noch? Das ist nicht ansteckend. Was hast du noch? Hepatitis? Nein. HIV, ja, weil du hier offene Wunden hast, deswegen. Ja, one arm. Gut, alles klar. Jetzt mal erstmal wieder in dein Räumchen. Ja, komm mal erstmal mit und dann beruhigst du dich mal. Komm. Dann klären wir mal ab, was hier los war. Bleib jetzt mal ruhig. Nach Angaben der Ärzte hat der Mann bei der Untersuchung randaliert und dabei ein EKG-Gerät zerschlagen. Und ich hab die Hand gebrochen, die rechte Hand. Bei dieser Fahrt eben mit Blaulicht, sagten Sie denn den Halbsatz so halblaut, bitte nicht schon wieder so ein Junkie. Mhm. Ist das ein besonderes Problem für Sie? Das ist ein besonderes Problem, denke ich, für viele Kollegen, weil viele Junkies einfach auch ansteckende Krankheiten haben. Und wenn die anfangen zu randalieren, vielleicht noch offene Wunden haben, ja, ist das auch immer eine Gefahr für uns. Ja. Da muss man einfach abwägen. Ja. Was macht man da in solchen Situationen? Für mich ist es extrem unangenehm. Ja. Bleib doch mal ruhig jetzt, ist dein Abbruch. Für den Drogenschnelltest muss der Randalierer Urin abgeben. Das Ergebnis wird entscheiden, wie es hier weitergeht. Auch für Hans und Ibo. Gut. Immer. Auf was warten wir jetzt? Das Problem ist, wir müssen jetzt erstmal abklären, ob wir ihn einweisen nach dem 10-HFG, quasi in die Psychiatrie, weil er entweder eine Eigengefährdung darstellt für sich selbst oder eben für andere. Ist das der Fall, muss er aber noch hier bleiben, um medizinisch betreut zu werden, heißt das für uns, wir müssen ihn überwachen. Das heißt, das kostet Zeit und Manpower? Das kostet Zeit und Manpower, die man an einem Wochenende, Freitag, Samstag, Nacht nicht hat. Deswegen sind wir noch am Abklären, wie ist so sein Gesundheitszustand, wie ist so sein geistiger Zustand, kann man ihn wieder entlassen oder nicht? Also der Drogenschnelltest ist negativ. Hallo, die Kamera weg. Ja. 1,9 Promille, damit gibt es jetzt aber keinen Grund, ihn hier zu überwachen. Einsatzende für die Polizei. Einen Gang weiter kommt Paul Fiedler vom CT zurück. Seit seinem 5. Lebensjahr spielt er schon Golf. Heute hat er einen Ball mitten ins Gesicht bekommen. Und da sind die Nasennebenhöhlen. Und dass es gut ist, dass da drin, dass es schwarz ist, weil das heißt, da ist Luft drin. Ein gutes Zeichen, keine Blutung. Aber dann entdeckt der Gesichtschirurg Sharam Ganaati etwas am Nasenbein. Wenn man sich das genau anschaut, sieht man hier so eine kleine Fraktur. Siehst du das? Das ist so eine kleine Scholle. Hier geht es ganz gerade hoch und hier ist es so eine kleine Scholle. Guck mal, das kann man vergrößern sogar. Die Nase ist also gebrochen. Wenn in ein paar Tagen die Schwellung weg ist und Paul immer noch schlecht Luft bekommt, dann muss er operiert werden. Das heißt, ihr Kind würde eine Kurznarkose bekommen und im Rahmen dessen, ohne dass man irgendwas aufmacht, würde man von innen quasi das wieder herandrücken. Vom Arzt ist Paul beeindruckt, den Ernst der Lage hat er aber wohl noch nicht so richtig verstanden. Könnte ich morgen Golf spielen, wenn ich wieder fit dafür bin? Ja, weißt du, es ist jetzt doof, wenn du wieder einen Schlag auf die Nase bekommst, weil dann müssen wir es erst recht operieren. Also müsstest du jetzt mir einfach nicht übel nehmen, wenn ich sage nein. Okay. Okay, bis wir die Entscheidung getroffen haben. Paul ergibt sich in sein Schicksal. Es ist spät, er freut sich auf sein Bett. Ans Zu-Bett-Gehen kann Sharam Ganaati noch lange nicht denken, auch wenn er heute schon seit 16 Stunden arbeitet. Dienste, die nicht enden wollen, wenig Zeit fürs Privatleben. Daran, sagt er, habe er sich im Laufe der Jahre gewöhnt. Ja, weil es ein Job ist, der einen auch erfüllt. Und weil man dann auch so einen Erfolgsmoment oder ein Erfolgserlebnis hat, jeden Tag. Es gibt auch Tage, wo man nicht unbedingt jedem helfen kann, weil nicht immer kann man auch den Patienten helfen. Beziehungsweise es gibt leider auch traurige Fälle. Nicht alles ist immer so ein Happy End und alles wird gut. Es gibt auch Fälle, die nicht gut klappen. Aber man gibt ja immer wieder das Beste, was in einem steckt, in dem Sinne, dass man für den Patienten das Beste dann versucht zu geben. Von daher ist es wie jeder andere Beruf auch. Man gibt 100% und wenn man müde wird, dann gehört es auch dazu. Es ist kurz nach 2. Hans und Ibo vom 8. Polizeirevier in Frankfurt-Sachsenhausen fahren ins Apfelweinviertel nach Altsachsenhausen.
Für die Polizisten ist es ein Brennpunkt. Die beiden werden, wie fast jedes Wochenende, ihre Kollegen unterstützen, die hier im Einsatz sind. Hier knallt es, wie Ibo sagt, fast jede Nacht. Kleinste Anlässe führen schnell zu Handgreiflichkeiten, wenn der Alkoholpegel steigt. Bleibt das so, erfahrungsgemäß? Jetzt haben wir es 2:30. Oder wird es, kippt das nachher noch irgendwann? Das kann kippen, muss aber nicht. Okay. Hallo, hallo, hier. Das kann kippen. Ja. Präsenz zeigen ist wichtig. Kontrollgang mitten hinein ins Vergnügungsviertel. Und wieder eine Personenkontrolle. Ein Kneipenbesitzer meldete einen aggressiven Gast. Der beteuert aber seine Unschuld. Ich habe ihn selber nicht verstanden. Keine Ahnung. Das Problem ist gerade, dass wir jetzt noch mal warten müssen, bis sein Kumpel hier, bis die Maßnahme geklärt ist. Ja. Solange will ich, dass sein Kumpel hier nicht näher an die Kontrolle dran geht. Wenn er das nicht versteht, muss er halt heute Nacht bei uns schlafen. Ich habe ihm das erklärt. Und das ist halt so der klassische Fall dafür, man testet seine Grenzen aus. Ne? Ja, ich gehe alleine. Hau ab! Ja, nee, ich bleib hier mit meinem Freund. Nee, du stellst dich jetzt da hinten hin, sonst bist du bei uns. Fassen Sie mich gar nicht an, nee, die Kamera geht doch weg. Hau ab jetzt! Hast du verstanden? Ja, hab ich. Gut, dann mach ich offen. Auf, mach dich ab! Ich bin hier, ich mache nichts. Komm noch mal einen Meter näher, ey. So setzt Ibu Grenzen. Der Punkt ist halt der, dass diese Problemklientel, natürlich klar, die will man aus den Clubs, aus den Diskotheken raushaben. Mhm. Die will man dort nicht drin haben, weil sie nur Stress machen. Also wo gehen sie hin? Sie gehen dahin, wo sie nicht abgewiesen werden. Dann kommen sie halt oft auch nach Altsachsen nach Hause. Alkoholpegel steigt. Ja, ja. Die Vernunft nimmt ab. Ja. Was haben wir denn, Heiko? Unterbauchschmerzen, Garantiefall fürs Heiliggeistkrankenhaus. Das ist auch schön geschrieben. Ab ins Gallus. Ihre Aufträge bekommen Sie immer per Fax von der Feuerwehrleitstelle. Es besteht der Verdacht, dass eine Patientin zu früh aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Die beiden Rettungssanitäter müssen jetzt abwägen, ob sie zu Hause bleiben kann oder wieder in die Klinik zurück muss. Wie geht's Ihnen? Guten Tag. Was ist denn passiert? Ich bin heute Morgen aus dem Heiliggeistkrankenhaus entlassen worden, obwohl ich gebrochen habe. Mhm. Und habe gesagt, ich habe noch Schmerzen hier. Da haben die gesagt, gehen Sie am Montag zu Ihrem Hausarzt. Der soll für Sie einen Reha-Platz finden. Ich guck mal nach, was die im Krankenhaus untersucht haben und was sie für einen Verdacht hatten, dass sie wieder heimgeschickt haben, dass man so einen Anhaltspunkt im Prinzip hat, in welche Richtung wir jetzt gehen müssen. Die Patientin zeigt, wo es schmerzt. Und dann meinten sie, dass es auf den Nerv drücken könnte. Natürlich. Im Endeffekt muss man sagen, das ist das Erste, was man machen muss, die Patienten wieder dort zurückbringen. Weil wenn die in dasselbe Krankenhaus auch am besten, weil wenn die sie nach Hause schicken und es dann doch nicht geht, müssen die sich halt darum kümmern, dass es besser geht jetzt im Prinzip. Die letzten 3 Stunden, da denke ich kann nicht mehr. Mhm. Die Frau ist sich sicher, sie wurde zu früh entlassen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, wie das läuft. Die sagen, es wird so teuer, wenn ich noch bleibe. Aber wenn ich jetzt wieder gefahren werde. Ja. Es geht meistens gut, aber bei Ihnen halt nicht. Heiko Köttendrop misst ihren Blutdruck. 150. Sie werden sie wieder zurück in die Klinik bringen. Weil die Krankenhäuser pro Fall von den Kassen nur noch pauschal bezahlt werden, schicken sie die Patienten möglichst früh nach Hause. Ich gehe ja ins Krankenhaus, damit ich meine Schmerzen loswerde. Damit ihnen geholfen wird, ne? Dass mir geholfen wird. Das nutzt mir die ganze Pauschale und was alles. Das nutzt mir alles nicht. Ja. Ist das eine Klage, die man oft hört von Patienten? Ab und zu schon mal. Dass sie zeitig aus dem Krankenhaus entlassen sind. Ja, das kommt schon durchaus mal vor. Mir ist aufgefallen, die haben die Untersuchung all gemacht mit den Geräten und als das fertig war, da war fertig. Also. Hm. Alles gute Schaubild leider bei uns ein bisschen, ja. Aber sie sind festgeschnallt, da können sie nicht runterfallen. Okay? Die Werte von Blutdruck und Puls sind nicht besorgniserregend. Die Patientin ist ruhig. Sie ist wahrscheinlich froh, dass sie wieder zurück kann ins Heiliggeistkrankenhaus.
Heiko Köttendrop meldet die Patientin an und schildert ihre Beschwerden. Anhand der Unterlagen wird schnell klar, dass die Frau am Morgen entlassen wurde. Dass sie jetzt wieder eingeliefert wird, ist für das Klinikpersonal wohl eher unangenehm. So langsam wird auch für sie die Nacht lang. Der Job zehrt. Rettungsassistenten arbeiten nach einer zweijährigen Ausbildung im Schichtdienst bis zu 70 Stunden die Woche. Ja, es ist mit Belastung verbunden, aber ich glaube, in unserem Beruf gibt es, ja, wie soll ich sagen, zwei Typen von Menschen. Die einen finden es einfach aufregend und interessant, andere haben so, die leiden so ein bisschen an dem Helfersyndrom. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Arten von Charakteren, die diesen Job machen. Zu welchem gehörst du? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Anfang war es mehr so, auch so dieses, boah, Aufgabe, toll, interessant und ja. Natürlich, Helfersyndrom muss man ein bisschen haben, weil warum sollte man sich sonst mit sowas abmühen? Die Johanniter betreiben 4 Rettungswachen in Frankfurt, neben anderen Hilfsdiensten und natürlich der Feuerwehr. Ja. Nach 2. Lohnt sich zu schlafen oder lohnt sich's nicht zu schlafen? Das ist die Frage, die sich jetzt stellt. Unter der Woche kann es klappen. Bist du müde? Ich bin definitiv müde. Definitiv. Kaffee hilft auch nicht mehr. Aber es wird sich auch nicht lohnen, sich hinzulegen jetzt wahrscheinlich. Wenn Sie auf dem Sofa liegen, können Sie schneller wieder los. Jeder neue Einsatz wird nicht nur per Fax gemeldet, sondern auch durch einen lauten Alarm. Es ist 16:45 Uhr. In der Notaufnahme ist endlich mal kein Patient. Alexander Klarner möchte den Moment nutzen und wenigstens etwas schlafen. In der Nähe der Behandlungszimmer gibt es für die Ärzte extra einen Ruheraum. Es gibt ein richtiges Bett. Man hat hier ein Waschbecken, kann man sich mal die Zähne putzen. Und für die Notfälle auch ein Computer, da kann man sich dann ruckzuck die Röntgenbilder angucken oder wenn irgendein Problem auf Station sein sollte, kann man dann die elektronische Akte anschauen und sich gleich die nötigen Informationen zu dem Patienten anschauen. Das ist schon gut. Und Ihr Wunsch ist jetzt bis um 8 hier, ja, durchzuschlafen? Das ist mein Wunsch in der Tat, genau. Das wäre schön. Also nicht direkt bis um 8, aber so bis um 7:45 Uhr. Kann man vor der Übergabe dann noch einen Kaffee trinken und dann wäre die Übergabe an die Kollegen. Bis auf seine Schuhe behält der Chirurg alles an, damit er schnell wieder einsatzfähig ist. Ja, das wär's. Gute Nacht. Sascha Groschinski kommt im Rollstuhl. Er wollte schnell den Nachtbus erwischen und ist dabei am Bordstein umgeknickt. Jetzt kann er nicht auftreten. Der 30-Jährige kommt schon zum dritten Mal in diesem Monat hierher. Zuerst eine Infektion und dann bin ich auch dumm gestürzt beim Skaten und habe mir den Arm angebrochen, also die Elle, aber funktioniert alles wieder. Versorgung hier ist nicht schlecht. Also, wie gesagt, es funktioniert alles. Ich verdiene eigentlich eine Kundenkarte. Ja. Ja, Sie haben hier ein Dauerabo. Ja, so ungefähr. Ja, wer seinen Körper wie einen Vergnügungspark behandelt, der muss auch mit manchen Konsequenzen rechnen. Ganz einfach. Wie findet das die Liebste? Was soll ich machen? Einfach damit leben. Oder? Der Arzt ist benachrichtigt und die Hoffnung, wenigstens ein paar Stunden in dieser Nacht schlafen zu können, für Alexander Klarner dahin. In der Notaufnahme ist das keine Seltenheit. Nicht schlafen und trotzdem konzentriert arbeiten, das müssen Sie hier können. Das war eine sehr kurze Nachtruhe, genau 6 Minuten. Und es geht weiter. Wo sind der Patient? Die Polizisten fahren zurück zum Revier. Sie wollen verschnaufen. Aber der nächste Fall liegt quasi direkt vor der Haustür. Bis zum Revier geschafft. Schönen guten Abend. Servus. Schönen guten Abend. Was können wir denn für Sie jetzt tun? Ich warte auf einen Freund. Sie warten auf einen Freund.
Das ist ja aber eine ungünstige Lage, weil es ist ja relativ kalt. Wollen Sie sich vielleicht ein bisschen hinsetzen zunächst mal? Soll ich Ihnen ein bisschen aufhelfen? Nee, ich komme selbst hoch, aber wo soll ich mich hinsetzen? Hier, anlehnen ein bisschen, so, dass wir uns... Lauf nicht auf die Straße, lass dich überfahren. Schaffst du ja. Der junge Mann sagt, sein Freund sei noch auf der Wache. Er wurde verhaftet. Alter. Er will unbedingt hier auf ihn warten, egal wie spät es wird. Mach's gut. Und auf jeden Fall den Eingangsbereich im Blick behalten. Abgefahrene Scheiße. In der Notaufnahme ist Dr. Klarner jetzt bei Sascha Groschinski, der deutlich pessimistischer ist als noch vor dem Röntgen. So, Herr Groschinski, sind Sie aufnahmebereit oder soll ich noch einen Moment warten, bis die Schwestern fertig sind? Alles okay. Locker. Also, initial im Röntgenbild, so sieht das Sprunggelenk von vorne aus, war hier schon so ein bisschen eine inhomogene Struktur. Deswegen haben wir noch die Computertomographie gemacht und da hat sich jetzt bestätigt, dass hier ein Bruch durchgeht. Ja. Sehen Sie das? Ja. Und das Problem ist, das muss man operieren. Okay. Ja, weil das hat sonst nicht ausreichende Stabilität. Da kommt jetzt praktisch eine Schraube zwischen diese beiden Knochen für 6 Wochen. Sie kriegen 6 Wochen lang Gips. Und haben Sie noch Krücken von einem Ihrer letzten Unfälle? Nee. Nee, noch nicht. Dann wird es ja mal Zeit. Die habe ich immer wieder zurückgegeben. Ja, okay. Sie verziehen jetzt das Gesicht ziemlich. Ich glaube, das ist jetzt nicht so eine gute Idee. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, 3 Spritzen irgendwie tapen, damit das entlastet wird. Aber das jetzt in der nächsten Woche noch die Operation mit der Schraube, also... Die Frau ist ja auch... Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hand aufs Herz. Sie waren nur kurz auf dem Revier, denn ihr Einsatzort ist die Straße. Ibo und Hans haben schon wieder einige Einsätze hinter sich. Jetzt ist der Funkverkehr überraschend ruhig. Daher steuern sie eine Tankstelle an. Nach 10 Stunden Dienst ist es Zeit für eine kurze Pause. Sie brauchen einen Energy Drink. Es ist kurz vor 4. Heftiger Einsatz eben. Na? Na, müde? Aber hallo. Irgendwann merkt man es doch, gell? Ja. So im Lauf der Nacht. Wieso sind Sie eigentlich zur Polizei gegangen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war überwiegend bei mir das Problem, dass ich dachte, wenn ich ein normales Studium beginnen würde, wo ich frei kommen und gehen kann und mich keiner zwingt, dass ich da sein muss, dann komme ich einfach nicht. Und das war ja bei der Polizei beim Studium anders. Man hatte ja die Pflicht da zu sein, Anwesenheitspflicht. Wenn ich Sie bei der Arbeit beobachte, leben Sie den Job. Aber das hat ja ein bisschen mehr damit zu tun, als nur eine Struktur irgendwie im Tagesablauf zu haben. Hat sich das im Laufe der Jahre entwickelt? Ich denke, dass am Anfang hat man natürlich schon den Wunsch oder Blick zum Beruf des Polizisten von klein auf schon auf. Ja? Aber je länger man Polizist ist, desto mehr lebt man den Beruf, desto mehr denkt man sich rein. Und ja, desto mehr macht es dann wahrscheinlich auch einem Spaß. Für mich war das irgendwo so ein bisschen Respekt und Ehrfurcht auch, die Polizei so auf der Straße zu sehen. Und ich wollte irgendwann Teil von der ganzen Sache werden. Und deswegen habe ich mich beworben und bin dann zur Polizei. Und ich werde es auch hoffentlich noch sehr lange machen. Das heißt, Sie wollen die Welt ein Stückchen besser machen? Ja. Auf jeden Fall. Verzweifeln Sie da manchmal, wenn Sie denken, es ist jede Nacht die ähnliche Klientel, die mir begegnet? Das ist so ein bisschen ja auch ein Kampf gegen Windmühlen. Also man kann die Welt an sich nicht verbessern durch den Job. Man kann immer so einen kleinen Beitrag zu leisten, vielleicht dem einen oder anderen Menschen auch zu helfen in der einen oder anderen Situation. Man kann vielleicht auch Kriminalität bekämpfen und das fühlt man jeden Tag, ein kleines Stück. Und das tut einem gut. Man fährt abends oder morgens nach Hause und denkt sich, man hat echt was Sinnvolles gemacht. Ja. Wir müssen zum Einsatz raus. Wir müssen zum Einsatz? Ja. Weiter geht das Spiel. Ein Fax mit den Infos. Jetzt fahren wir erstmal zu einer Schlägerei in die Innenstadt.
Die Leitzentrale der Berufsfeuerwehr Frankfurt entscheidet, welcher Rettungsdienst zu welchem Fall fährt und auch, ob sie mit Blaulicht und Martinshorn zum Einsatzort fahren oder eben nicht. Nur bei der Fahrt vom Einsatzort ins Krankenhaus kann das Rettungsteam selbst entscheiden. Sie müssen sich beeilen, wie immer, denn die Rettungsfrist ist gesetzlich festgelegt. Geht ein Notruf bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, müssen die Retter innerhalb von 10 Minuten am Einsatzort sein und das in mindestens 90% aller Fälle. Bei ihrer Ankunft am Tatort ist die Polizei schon da. Nicht erschrecken, ich leuchte mein Ohr ein. Das Opfer, ein Mann aus Ghana, blutet aus dem Ohr. Siehst du was? Also ich sehe jetzt keine Wunde oder sowas, das kann aber durchaus aus dem Gehörgang rauskommen. Was ist, wenn sie Verletzung ist, das wird im Krankenhaus abgeklärt, wo das herkommt. Das ist aus dem Ohr gekommen. Aus dem Ohr. Mein Ohr. Verdacht auf Körperverletzung. Sie müssen die Vernehmung der Polizei abwarten. Ich war vorne da und die haben alle Molokaner, die haben gesagt, also warum bist du denn da? Dann habe ich gesagt, ich wohne hier. Denn Anne, ich habe ihm gar nichts gemacht, nur ein paar Jahre hier. Ich habe gar nichts gemacht, gar nichts. Ich habe nur eine Bier getrunken, eine Bier. Sie begleiten den Mann ins Marienkrankenhaus. Benjamin Nentwich stützt ihn. Der Schlag aufs Ohr kann den Gleichgewichtssinn stören. Ein weiterer Notruf. Schlägerei mit mehreren Personen am Lokalbahnhof, direkt vor dem Kino mit dem schönen Namen Harmonie. Auf den Boden legen! Die Festnahme auf die Abschirmung. Zuerst müssen sie die Streithähne voneinander trennen und dann versuchen herauszubekommen, was hier passiert ist. Hans, guck mal, der Schwarze jetzt. Der schwarze Taxifahrer von gerade eben. Wenig später, die Beteiligten sind ausgemacht und werden verhaftet. Ist natürlich im Taxi abgehauen. Den haben wir, deswegen. Das ist ja mit der hellen Jacke. Ja, und wir haben zwei Zeugen, die Personalnehmer auf. Wir sind hier vorbeigekommen, da hat er schon so ins Auto reingetreten. Der Geschädigte? Nee, er. Der ist bei uns jetzt. Ja. Jens, der sieht doch übel aus. Habt ihr ja mitgekriegt. Alles gut, ja. Und der mit dem Roten hat auch dauernd versucht, uns wegzuzerren von dem. Ich weiß. War aber super, ihr wart schnell da. Schneller geht nicht, aber... Ja, ihr wart auch schnell. Das war jetzt so. Ja. Ist es nicht so auch, dass die Polizei zum Teil schon sehr rüde, sehr rustikal auch vorgeht, möglicherweise auch vorgehen muss. Ja, viele haben halt einfach nicht den Kontext. Ne? Die haben einfach den Zusammenhang nicht, was hier vorher passiert ist, so wie es der Kollege schon gesagt hat. Und dann scheint es immer so, als würde die Polizei prügelnd irgendwie auf irgendwelche Leute einschlagen. Und damit muss man sich dann auseinandersetzen vor Ort. Was auch noch hinzukommt, ist, dass dann... dass der Tatort abgesperrt wird, dass Gäste, die in die Richtung wollen oder vielleicht nach Hause wollen, eben nicht weiter können. Und dann werden sie aggressiv, gehen dann an die Polizei ran. Wieso, weshalb, warum, was ist hier los? Ja, der Verkehr hat sich gestaut, dann fangen sie an zu hupen, weil keiner versteht, warum wir hier die Straße sperren. Aber wir machen es ja nicht zum Spaß. Es fehlt so ein bisschen das Verständnis und ich glaube, dass es gut ist, dass wir auch zeigen, in der Öffentlichkeit zeigen, was wir überhaupt tagtäglich im Geschäft machen. Inzwischen ist es 5.30 Uhr. Die Nacht kriecht in die Knochen. Das Dienstende rückt näher. Für die Nachtschichtler in Frankfurt ist bald Schluss. Für Ibo und Hans morgens um 7 Uhr. Nach 12 Stunden Einsatz.